Seit Monaten jagt eine Peinlichkeit die nächste. Zuletzt dieser Auftritt im Flieger zum Europapokal-Endspiel. Ich habe hier eine Ansage sowohl vom Bodenpersonal als auch hier von den Flugbegleiterinnen, die mich hormonell am Anfang erstmal außer Gefecht gesetzt haben. Und auch bei der Pokalfeier wundert man sich über das Auftreten von Frankfurts OB Peter Feldmann, wie diese Bilder vom Hessischen Rundfunk zeigen. Kurz vor dem Auftritt vor Fans und Presse reißt der Oberbürgermeister den Pokal an sich. Er sei ein großer Fan, sagt Feldmann, um kurze Zeit später die Namen mehrerer Spieler falsch auszusprechen. Ich kann nur noch einmal aus tiefstem Herzen um Entschuldigung bitten, vor allem bei den Betroffenen selbst. Es kommt nicht mehr vor. Ja, er hat Fehler gemacht. Nein, zurücktreten will er nicht. Frankfurts Oberbürgermeister klammert sich weiter an sein Amt. Er will jedoch erstmal auf Pressetermine verzichten und bietet seine SPD-Mitgliedschaft an. Doch für den Koalitionspartner ist klar: Wir werden mit den KoalitionspartnerInnen jetzt die weiteren Schritte besprechen, bis hin tatsächlich zur Einleitung eines Abwahlverfahrens. Und auch die Frankfurter sind beschämt. Ich glaube, es wird Zeit, dass er sich vielleicht ein neues Tätigkeitsfeld suchen sollte. Ich finde ihn ganz schlimm peinlich. Ich hoffe, dass er es schafft, bald zu gehen. Feldmann soll außerdem seiner Frau einen Spitzenjob inklusive übertariflichem Gehalt und Dienstwagen besorgt haben. Frankfurts OB ist somit Kandidat für den Titel peinlichster Bürgermeister Deutschlands.